Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz gaben heute Landeshauptmann Peter Kaiser, Bildungsminister Martin Bolaschek sowie die Vertreter der Pädagogischen Hochschule Kärnten und des Lakeside-Parks die Investitionen für die Umsiedlung der Hochschule bekannt. Hierfür werden im Lakeside-Park zwei neue Gebäude erbaut. Ich glaube, dass es weit über die regionale und nationale Wahrnehmung hinausgeht, denn hier haben wir mit dem Lakeside-Park, glaube ich, einen der prononciertesten Standorte, bei der Wissenschaft, Lehre, Austausch miteinander, aber auch experimentelle Forschung, Drohnenforschung etc. zusammenkommen. Das mit jungen Menschen aufzufüllen, die für ihre berufliche Ausbildung viele Eindrücke mitnehmen können, ist, glaube ich, ein nahezu Idealzustand. Hier kann die Pädagogische Hochschule sich auf einem völlig neuen Standort ansiedeln. Mit 6.100 Quadratmeter neuer Fläche, die kommt den Lehrenden, die kommt den Studierenden zugute. Und durch die unmittelbare Nähe zur Universität und zu verschiedenen anderen Einrichtungen hier im Lakeside Park ergeben sich zahlreiche Synergien. Der Umzug in das neue Bildungsgebäude soll voraussichtlich im Herbst 2027 stattfinden und viele Vorteile für alle Beteiligten bringen. In letzter Zeit geht es sehr stark darum, dass die Unternehmen ihre Mitarbeiter schulen. Da gibt es jetzt schon enge Zusammenarbeit zwischen der Pädagogischen Hochschule und den Unternehmen. Es wird sehr stark darum gehen, welche Skills brauchen die Jugendlichen, damit sie im Arbeitsmarkt der Zukunft bestehen können. Und da wird es einfach eine sehr enge Abstimmung auch über das Educational Lab zwischen den Unternehmen und den Forschungsorganisationen geben. Insgesamt werden rund 27 Millionen Euro in dieses österreichweit einzigartige Projekt investiert. Dieses Projekt ist für uns als Pädagogische Hochschule ein historischer Meilenstein, weil wir hier im Lakeside Park in einem Innovationsraum am Campus mit der Universität Klagenfurt beste Rahmenbedingungen bekommen für die zukünftige Pädagoginnenbildung in Kärnten. Und an einem Campus mit der Universität Klagenfurt eine gemeinsame Pädagoginnenbildung organisieren zu können, ist österreichweit einzigartig und wird große Vorteile bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ktn.gv.at.